Damen und Herren, schön, dass Sie hier mal wieder einschalten haben zu einer neuen Folge Fleischhammer TV. Mein Name ist Fleischhammer. Ich stelle hier gerade fest, wie hübsch doch meine Öfen sind. Irgendwie sieht es geil aus, finde ich gerade. Wenn man hier nicht immer mit Licht rumlaufen muss. So, was brauchen wir? Wir brauchen Bullet Tips. Achso. Tipps. Wie viel könnten wir? 3000, wenn wir mal 1600. Und wir brauchen Bookshot. Den Rest. Und wie lange burnst du noch? Nicht ganz so lange. Schade. Hier ist er noch mit drin, ne? Ja. Du machst auf jeden Fall fertig. Der nächste Kollege. Ich hätte gerne Bullet Casings. Was anderes kann ich ja hier nicht machen aus dem, ne? Ne. Und also 800 ist doch. Ist doch Ock. Ock. Meine Frau nervt total, wenn ich Ock sage. Deswegen muss ich das hier sagen. Ock. So, okay. Oder ist hier drin Licht aus? Ey, Moment. Das ist das Problem. Ich überlege die ganze Zeit, was ist das Problem? Und jetzt weiß ich, was das Problem ist. Tada. Ich habe zu viel Licht dran und so. Aber gut. Das kriegen wir hin. Haben wir noch einen Motor? Hatten wir noch einen irgendwo? Ach, den habe ich verbaut in dem Auger. Kann man eigentlich eine Engine bauen? Engine, number 9. Oh, you know the cranes are mine. Kann man nicht. Gut zu wissen. Na denn, erstmal auspacken. Was nehmen wir mit? Das nicht, das auf jeden Fall. Die auf jeden Fall. Und ich meine, Woodbar ist doch eine gute Idee. Dann kann ich das kaputt machen. Sobald ich da rüberlaufe. Also, sobald, ne? Ja, macht Sinn. So machen wir das. Hm. Ich glaube, ich habe es. I think I have it. Am I right? Yes, for the erste auf jeden Fall. Ja, so denn. So denn dann. Da passiert nichts. Okay. Hat die Turrets? Hab ich. Die Turrets brauchen Strom. Nicht zu knapp. Wahrscheinlich, ne? Wie viel braucht denn so ein Turret? 15. Ich brauche also für die Turrets eine extra Versorgung. Das ist eine gute Idee. Die Turrets, extra Versorgung. Jetzt ist die nächste Frage. Wo steckt die hin? Und wie lasse ich die schießen? So? Der schwebt, ist immer doof. Hier ist aber nicht schlecht eigentlich. So, dann hat er erstmal die Richtung abgedeckt. Der schießt doch auch nach unten, oder? Ich brauche auf jeden Fall ihn oberhalb. Für eventuelle Zombie-Vögel. So. Da kommt eine Kreischertante. Oh, hat die Sniper bei? Ja. Bleib liegen jetzt da. Noch irgendjemand? Without Fahrschein? No? Okay. Mal so. So, Frame Blocks. Hier. Den stellen wir jetzt hier hin. Machen wir quasi nicht lang schnacken.
Kann ich da nicht nach unten ihn ransetzen? Da so? Für das Kabel nach da, dachte ich gerade so. Geht natürlich nicht. Aber was wir machen können ist, den Kollegen hier einfach deinstallieren. Erledigt. Und für die tragende Tragigkeit. So. Warte, hier ist auch noch was. Genau, der Vollständigkeit. Dann machen wir das so und so. So. Ja. Ja. Ja, 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 ja. So, das ist jetzt einfach nur für das Tragen. Und lass mir mal machen jetzt hier. Nicht dazwischen quatschen. Nicht jetzt hier anfangen irgendwie. Lass mir mal machen. Das wird schon. Hier. Und mit dem schüssel ich gleich hier hin. Da. So. Okay, da kommen wir da unten raus. Hier hoch, zack, dran. Hier hoch nochmal ihn. Zur Verteilung. Okay. Finde ich geil. So, der Kollege wird erstmal aufgewertet. Der Kollege wird erstmal deinstalliert. Wo ist mein Deinstallator? Hätte ich gerne, würde ich gerne Stil echt machen. Okay, klasse. Mit dem Stil echt, das dauert mir zu lange. Dann machen wir das hier. Boah, echt. Boah, echt jetzt? Heute wird Tag der schlechten Sprüche. Ich hoffe, das sind okay. Jetzt kommt ihr natürlich um die Ecke mit eurem schlechten Spruch und sagt, wann nicht. Ist auch nicht in Ordnung. So. Geil. Das bedeutet, von hier gehen wir hier rüber und sind direkt hier. Geil. Eigentlich können wir das gleiche nochmal hier machen. Einfach der Vollständigkeit halber. Wisst ihr was? Gut, dass du das sagst. Und der Zuschauer dreht durch. Was macht der da? Hat der überhaupt irgendwann mal was gemacht? Hat der... Ich hoffe, jetzt fällt nicht das ganze Ding runter. Sieht nicht so aus. Ich brauche tatsächlich den anderen noch. Den Axt. Das Holz hier, ne? Ja. So. Ihn ransetzen. Und von hier... Dann war hier rüber. Gut, das haben wir erstmal. Das bedeutet Verteiler, Verteiler. Ach so. Sehe ich die Range? Nee. Aber was eine schöne Abdeckung. Ah, gut gesetzt, ne? Das muss er nur irgendwie darunter schießen. Aber das werden wir ausprobieren müssen. Hab irgendwie Lust, den jetzt direkt. Ne, den kann ich auch direkt von innen noch bedienen. Ich brauche sie in der Leiter hoch. Oder brauche ich überhaupt? Ich muss nur den richtigen Weg finden. Ja. Wir bedienen den von dem. Den. 15 Watt. So, jetzt habe ich hier ehrlich gesagt noch nie reingeguckt. Naja, zumindest, sage ich jetzt mal. Eigentlich eher scheiße. Scheiße. Eigentlich ist das nicht so gut. Aber er zeigt mir, nee. Zeigt er mir Range? Hier, bis hier schießt er. So. Nicht so. Komm ich wieder raus? Escape. Bitte nur auf Self-Target. Ja, genau, nur auf mich. Target only Zombies.
So, wahrscheinlich, ne? Ja. Lock Ammo. Entsprechend würde er jetzt funktionieren. Jetzt denke ich aber wirklich drüber nach. Denn der macht eine Shooted. Das ist nicht gut. Cool, kann ich ihn wieder wegnehmen. Das ist echt gut. Das bedeutet, ich muss den hier wegmachen. Ich würde gerne den wegmachen. Und setze dafür einen Stein da drunter. Den werde ich aufwerten und darauf werde ich das Ding stellen. So. Hoffentlich bricht hier nicht alles ein. Den breche ich nämlich im Strahl. Und ich sehe gerade, ich habe Hunger. Oder Durst oder so. Oder was? Durst hast du, glaube ich. Das olle Zeichen. So, und da ich aber nicht will, dass das so komisch aussieht, machen wir mal eine Ramp draus. Und die würde ich gerne advanced drehen. Genau, nein, ja. Genau so würde ich die gerne haben. Werte hier auf. Und jetzt können wir hier auch ganz entspannt das Ding draufstellen. Zack. Kann sein, dass wir einen Soundbug haben. Hört sich so an. So, dann kann er zumindest direkt nach unten schießen. Dann hauen wir hier einfach alles direkt erstmal rein. Den raus. Und ganz kurz. Na, genauso habe ich mir das vorgestellt. Zumindest, sage ich jetzt mal. Ist das doch keine schlechte Idee. Ja. Okay. Dann haben wir unsere erste Tour aufgestellt. Da freue ich mich. Da freue ich mich. Growing, growing, alles growing. Ja. Schönes Ding. Gut. Was wollen wir mit dem Rest machen? Später. Später. Peter. Das machen wir später. Kann ich hier was zwischensetzen? Eine Bar? Tatsächlich. Ich sehe sie nur nicht, oder was? Ah ja, geil. Nee, war nicht die Idee. Was ist das denn für ein Scheiß? Aha. Warte mal, hier. Copy. Copy. Tada, nice. Gut, gut. Das ist die Idee. Das ist die Idee. Die lasse ich mal noch offener Weg, bin noch nicht sicher. Und hier müssten wir eigentlich auch mal weitermachen. Meine ich jetzt einfach mal. So. Müssen wir eigentlich auch mal zu Ende machen hier. Werden wir jetzt tun. So, bis hier und nicht weiter, oder was? Nee. Na, der Vollständigkeit aber müsste ich schon immer rumgehen. Wir machen das so, dass ich mir hier so eine... Ach, Quatsch. Wir machen hier so... Wo können wir den hinsetzen? Was ist das denn für ein Scheiß? So einen halbhohen wahrscheinlich Steine. Und dann schweben die restlichen Steine, kann ich ja gar nicht ab. Schon besser. Ne? Machen wir mal. Reicht das? Ist das sinnvoll? Von der Höhe? Achso. Oh, Fleischhammer. Manchmal bist du zu dumm. Da, da, da. Und dann fragt dich irgendjemand warum. Und du hast keine Antwort, mein Freund. Das ist okay. Na gut, das hast du nochmal Glück gehabt. Das hätte jetzt auch jeder gehabt. Mein Freund. Mein Freund. Setze ich so ein Ding hier hin? Ich meine nämlich,
Der hält gar nicht da dran. Also wenn ich den abhaue. Mal gucken, ob wir einstürzen. Wir fallen nur runter. Ich habe eine Idee. Machen wir anders. Oh, cool. Wird so ja noch schick aussehen nachher. Das passiert mir ja selten. Nicht in die... Ach, Idiot. Das passiert mir ja nicht so selten. Sample. Wir wollten das Ding hier haben. Eigentlich. Wir machen erstmal nochmal den. Hier auf R drücken. Da. Ja. Und dann hätten wir den gerne. Ah, muss ich jetzt auf Advanced wieder. Advanced hätten wir den gerne. Genau so. Richtig in auf Stiege hier. Der war schon, ne? Scheiße. Copy. So. Geil. I want it. I want it now. Ist ja hier auch eigentlich tote Fläche, so. Kann man vielleicht im späteren Zeitpunkt nochmal draus machen. So. Allerdings. Ist das gleichzeitig auch eine Stütze. Und so war jetzt mein Gedankengang. Ich hoffe, ihr geht den mit. Den Gedankengang. Wir können es ja die Brücke nennen. Später. Jetzt sind wir hier. Wir müssen eigentlich darüber. Eigentlich hätte ich gleich hier runter gemusst. Den jetzt nochmal anders bauen, macht auch keinen Sinn. Ah. Es ist aber auch heute wieder. Zum Mäusemelken. Wie mache ich das denn jetzt? Ich hätte eine Treppe bauen müssen. Ich mache hier eine Treppe hin. Von links nach rechts. Genau. So läuft's. Und hier werden wir schön einmal aufräumen. Und darauf basieren wir unsere Treppe. So stellen wir uns vor. Ich muss ein bisschen leise sprechen wegen dem Kind und so. Und, oh, ich habe richtig... Ist nicht so leicht, leise zu sprechen. Wenn man so ein bisschen heiser ist. Sollte man, glaube ich, gar nicht. So. Ja, so machen wir das. Copy. Vollständigkeit habe, ne? Setzen wir noch eine zweite. Macht Sinn, dass wir noch einen zweiten Ruf setzen. Die spucken schon ganz schön hoch. Und vor allen Dingen ganz schön von ganz schöner Entfernung kommen die schon an mit dem Spuck. Und das ist nicht so cool. Jetzt kann man wieder XP wachsen. Ah, sorry. Aber so gefällt mir das besser. Also ich hab das Gefühl, Zombies töten bringt mehr und aufwerten ist auch nicht übel und so. Und mein XP steigt auf jeden Fall kontinuierlich. Was natürlich den allgemeinen Spieler sehr freut. So, das sieht doch erstmal nach was aus. Zieht ihr das eh mal durch die Wand? Hat was von einem Jurassic Park Käfig, voll geil. Hier könnte man dann auch ein Turret hinstellen, glaube ich. Kein Eisen mehr? Fuck dein Ernst? Scheiße. Das ging jetzt echt fast.
Ja, ich brauche eine Treppe da hoch. Scheiße, ey. Ja, das ist doch gut. So machen wir das. So war der... die eigentliche Idee. War genau so. Ich sehe gerade, ich bin ja immer noch durstig. Würde gehen. Können wir so stehen lassen. Ja. Mensch, als wenn der Typ mal irgendwann mal was gebaut hatte, Alter. Gibt's ja beide gar nicht. Gibt's ja gar nicht. Nice. Komm schon. Kannst du immer wieder sagen. Ich finde es gut, wenn was klappt. Oder zumindest den Anschein macht. Für das Erste. Das klappt. Und natürlich alten aufwerten. Alter, das wird richtig. Das wird richtig kesseln. Im Eisenjargon. Sagt man das so. Wisst ihr, unter den Minenarbeitern, sind so der Slang, Kesseln. Ja? Ja? Richtig Kesseln. Manchmal, doch. Da erzählt er auch Quatsch, weil ich baue halt nebenbei, so, falls du noch nicht mitbekommen hast. Und dann muss man sich konzentrieren. Und kommt halt auch nichts mehr raus. Also, weil der Kopf ist doch so Autopilot. Und bei mir ist der Autopilot halt nicht gerade, sag ich mal, cleverste. Die cleverste Kerze. Auf dem Zunder. Und dann kommt da halt so was bei raus. Wieso ich das nicht kopiere, fragst du dich? Weil es zu einfach wäre. So. Außerdem hätte ich ja auch gerne eine bestimmte Form und würde auch gerne andere mal ausprobieren. Deswegen kopiere ich das nicht immer. Wisst du schon mal Bescheid. Aber ich finde gut, dass du zuguckst. So viel steht fest. So. Und eher so. Pass mal auf, dass sich das nicht gleich ändert, mein Freund. Alter, ich bin echt gespannt. Der ist schon fast ein bisschen... Oh. Wie heißt der Typ? Z-Nation. Riesig läuft das hier. Gerade die Geschichte. Mit dem Bauen. Mit dem Skill. Ja. Hier sitzt jeder Angriff. Das ist, als wenn der Typ das irgendwie gewollt hat. Wenn er sich vorher überlegt hat. Okay, der muss genau dahin. Der Block. Ja, nicht so wie sonst. Nee, nee, schon richtig mit Hirn und so. Ne? Apropos Hirn. Verstehe ich mal. So, wann kann man das hier so... Kann ich so von innen ransetzen? Hey, lustig, guck mal da hinten. Freunde, gute Unterhaltung, komm. Wie auch immer, ich bin getroffen mal. Oh, ja, keine Absicht. Schade.
Wir haben überhaupt keine Chance. Oh. Das waren jetzt, glaube ich, drei daneben oder so. Na, das war ja gut. Aber kannst ruhig mal eine größere Horde schicken. Das ist jetzt nicht wirklich. Nicht so wirklich irgendwie. Krass. Also zumindest kann ich den setzen und hier oben kann ich auch einsetzen, da bin ich mir sicher. Aber hier nicht. Da könnten sie ruhig so ein Overacting könnten sie einfühlen. Der würde alles einfacher machen. Gut. Na, was auch immer der hier sollte. Bin ich jetzt eben rum? Nee, nicht ganz. Siehst du? Bin ich gar nicht. Oh. Oh, ich brauche noch mehr von dem Scheiß. Scheiße. Wann ist denn die nächste Horde da? Das ist ja fast morgen, glaube ich. 42 kann sein. Ich glaube ja. Wartet 35? 35. Tatsächlich, ich mag ja alles richtig, Alter. Das klappt ja gar nicht. Als wenn ich das mit Absicht machen würde. Brauche nur mehr Eisen noch. Und damit die Scheiße nicht gleich kaputt geht wieder. Ich glaube, da muss ich morgen oder heute noch ein bisschen Eisen holen. Wie spät ist denn das? 27 Minuten ist es. Können wir heute noch? Müssen wir noch? Können wir mal? Ego würde gerne mal kurzen Blick hier in die Katakomben. Vielleicht nochmal ein Miner 69er hinterherwerfen hier. Oder vielleicht so ein Motherload. 80% ein Motherload. So. Wie sieht's hier aus? Du hast noch ein bisschen Eisen. Du kannst mir noch was schmeißen. Du hast nur wenig Eisen. Das können wir nicht so leisen. Hier ist nur gar kein Eisen. Was ist denn los, mein Freisen? Ja, dann werden wir mal jetzt kurz nochmal Spirit haben wir. Ich pack mal eben aus. Hier. Ja, wir brauchen mehr Eisen, Leute. Es hilft nicht. Ich muss mal in eine Mine. Ja. Und dann nehme ich euch heute mal mit. Zumindest bis zum gewissen Zeitpunkt. Yeah. Pilzermäßig. Kann ich denn da schon Pilz, Mushroom Seeds? Nein. Aber schon krass, dass die einfach hier in der Wand, an der Wand werfen, wachsen. Wachsen. Aber andersrum. Macht schon Sinn. Gut. Jemand da drüben? Ich weiß ja nicht, ob ich da immer noch Eisen habe. Alter, die Fresse. Ich hab nichts zu trinken, ne? Ah, ich glaube. Ah, nicht so super. Ist sie denn überhaupt noch? Ja. Und ich frage noch so doof. Aber kriegt ihr dann? Was war das denn jetzt? Was war das denn? Sorry. Aber die gibt schon ordentlich. Die gibt ordentlich Schmackes. Dumm nur. Ne, nicht Equip. Oh, was für ein Honk.
Destroyed Stone Block. Kann ich da drauf umher basteln? Ja. Hervor. Ein bisschen Eisen aus der Decke holen. Also, ich hab das Gefühl, da schnackselt das richtig im Karton. Bereits 1000, 1300. Hier fällt er erstmal runter. Kann ich noch was hier? Nee. Okay, lass uns mal kurz nochmal nachdenken hier. Ich muss irgendwie nochmal so eine Mod finden für Eisen und so. Da könnte man den Orga auch immer spezialisieren. Dann hast du ihn für Eisen, ihn für Stein, sag ich jetzt mal. Und so. Ich weiß nicht, ob es für Blei oder andere Materialien noch andere Mods gibt. Wäre halt interessant. Würde ja fast Sinn machen. Hat Sand habe ich ja auch hier. Sand habe ich vielleicht noch sogar verbaut. Alter, Leute, hier geht ja richtig der Schmissel ab. Schon 5000, ey. Ziehen sich das nochmal rein hier. Finde ich bescheuert. Dass das so zwischendurch dass der Block zu weit weg geht, dass er nicht mehr rankommt. Gerade eben ist ja eigentlich total Quatsch. Also vom Block her so. So. Ja, aber kann sein, dass die Mine jetzt ausgeleiert haben und hier nichts mehr drin ist. Das sieht fast so aus, ne? Muss ich eh mal rüberlaufen zu den anderen. Ich glaube, zwischendurch müssen wir halt einschmelzen. Letzte Eisen, gib mir. Das sieht echt so aus, ey. Da ist noch ein bisschen Cobblestone. Ach, Cobble. Hier ist hier Destroyed, hier Dings hier. Gravel. Hier hoch, ja. Nicht jetzt hier rumspacken. Einfach rausgehen, bitte. Danke. Jawohl. So machen wir das. Wie spät ist es? Habe ich jetzt so eine schöne Mine und dann ist die nichts wert. Na? Hier muss ich eben mal einschmelzen gehen. Und danach nochmal in die andere Mine. Kurz hinein. Hein. Ja, aber in der Zwischenzeit, meine Damen und Herren, freue ich mich sehr, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Und ich möchte sagen, schön, dass es Sie gibt. Herzlichen Dank für alles. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, so viel steht fest. Und nur, dass ihr schon mal vorbereitet seid, heute ist Donnerstag, heute Abend. 21 Uhr auf dem Kanal von Respect My Beard nehmen wir einen Podcast auf, in dem er mich ausfragt. Das bedeutet, Chat kann Fragen stellen. Und falls ihr Interesse habt, dann kommt doch mal vorbei. Ich persönlich würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns wieder. Bis dahin, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Reinjauen. Ich winke.